kennt sie nicht, Stevino und Pape. Legendär, sehr vulgär, fett wie Schokolade. Doch eins ist klar, die beiden geben Vollgas, wenn es heißt, was geht ab, Just Network Soldiers. Too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. Hallo liebe Community. Ja, herzlich willkommen hier auf Fuerteventura. Ich stehe hier auf unserem Balkon und ihr seht, oder ihr habt gerade schon gesehen, das ist wunderschön hier. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal einen kleinen Mini-Vlog hier aus meiner einen Woche am Strand. Fuerteventura ist eigentlich ganz schön. Es ist halt schon so, dass wir zum Beispiel eine ganze Stunde hierher gefahren sind vom Flughafen und uns das Land mal so oder die Insel mal so ein bisschen angucken konnten. Sie ist unglaublich steinig, erinnert mich ein bisschen an Breaking Bad, ja, also so San Diego oder so Texas. Ja, und dann wurde da in diese Steinwüste irgendwie so Touristen Hochburg reingeknallt. Irgendwie. Es hat nur was von SimCity, ja. Das ist wirklich so viereckige große Grundstücke hingeknallt worden sind. Ja, jetzt in dem Video und im Laufe des Videos werdet ihr nochmal irgendwie sehen, die Hotels sehen hier alle aus wie so Maya-Tempel. Es ist ganz spannend. Ansonsten, die Temperaturen hier sind der Oberhammer. Ist immer so zwischen 25 und 30 Grad, heute 33. Ist eine ganz trockene Hitze, also gut zu ertragen, wenig schwül. Ja, ansonsten eine Woche nur am Strand liegen und chillen. Ja, und hier spricht jeder Deutsch. Ich habe es ja irgendwie auf meinem Blog schon geschrieben. Das ist ein bisschen komisch, weil man will halt in Urlaub und möchte so ein bisschen Urlaubsfeeling und auch so anderes Land Urlaubsfeeling. Und du schaltest den Fernseher ein, es kommt deutsches Fernsehen. Jede Bedienung hier Spanisch spricht, aber teilweise fließend Deutsch. Überall nur Deutsche. Irgendwie ansonsten der typische deutsche Assi-Sport. Das heißt, schön morgens um 5 aufstehen, hingehen, Handtuch hinlegen. Ihr kennt das. Wo du echt so denkst, so mein Gott, Walter, ey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ansonsten, ja, es ist jetzt, heute ist Sonntag, das heißt, übermorgen fliegen wir schon wieder. Wir haben also eine gechillte Woche hinter uns. Wir haben hier bombastisches Essen, das Hotel ist 4,5 Sterne. Wir haben es halt last minute relativ günstig geschossen. Das Essen ist wirklich der Hammer und die Hotelanlage ist auch wunderschön. Aber ja, also dieses Massentourismus-Ding irgendwie, gerade jetzt hier, wo es so eine deutsche Hochburg ist und eigentlich nur Deutsche rumhängen, So Massen sind das ja, und auch teilweise beim Essen, die sich so auf das Buffet stürzen. Also wir waren, meine Frau und ich sind uns einig, dass wir das erste und das letzte Mal hier war. So schön das ist, ja, also man kann nichts daran aussetzen, aber es geht um das große Ganze, was uns ein bisschen abturnt. Ja, wie gesagt, übermorgen geht es wieder nach Deutschland. Ich zeige euch jetzt nochmal eben kurz den Strand, ich gehe jetzt nochmal runter und dann könnt ihr nochmal einen kleinen Blick auf den Strand werfen. Jo, ihr Lieben, das war mein Mini-Vlog aus Fuerteventura. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt zumindest ein bisschen was von der Insel gesehen, wie das Hotel heißt. Costa Calma Palace. Ja. Und ich kann es euch eigentlich empfehlen. Wie gesagt, der Service ist super, das Essen ist super, das Hotel ist super. Wenn man so auf dieses Massentourismus-Ding steht, ist es genau das Richtige hier für euch. Ansonsten solltet ihr vielleicht irgendwas anderes buchen. Ja, also. Wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen aus dem Alter raus bin, so mit 40 und diese, sind da, man hat das Gefühl, es sind sehr viele alte Leute und sehr viele ganz junge Leute, ja. Also du hast teilweise das Gefühl, dass du so 16-jährige Pärchen um mich rum hast und wie gesagt, mich turnt halt vor allem diese Masse an Leuten ab. Und dann auch noch Deutsche, ja, Deutsche sind die Schlimmsten, ja, die Handtuchtouristen, ihr wisst schon. Ja, ihr Lieben, in 2 Tagen geht's wieder nach Hause, dann stehe ich euch wieder zur Verfügung, beziehungsweise wenn ihr das hier seht, bin ich schon wieder zu Hause und dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Das war mein kleiner Urlaub, sehr kompakt hier zusammengefasst und mal gucken, wo es nächstes Mal hingeht. Vielleicht nach Anaheim, zur BlizzCon, wer weiß. Danke, dass ihr dabei wart, ich bin aus dem Video, macht's gut und ciao.